Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Inside Wall Street. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist heute die Geschäftsführerin von Beyond Global, Sandra Navidi. Herzlich willkommen. Danke, Herr Koch. Frau Navidi, wir schauen die Woche mal wieder auf die Banken. Und zwar hat die US-Notenbank nun schärfere Regeln beschlossen, dass auch nicht nur inländische, sondern auch ausländische Banken zum Beispiel mehr Eigenkapital zurückhalten müssen, um dann eben in Krisenzeiten gewappnet zu sein. Denken Sie, dass das vielleicht auch den Geldfluss so generell beeinflussen könnte? Ja, es könnte den Geldfluss etwas einschränken, aber viel wichtiger ist hierbei immer noch der Schutz des Steuerzahlers, der Schutz des Finanzsystems. Hierbei ist es wichtig, was gut für die USA ist, ist auch gut für das globale Finanzsystem. Die Banken halten immer noch zu viel Fremdkapital und das vergrößert das Risiko stark. Und von daher ist das ein guter Sicherheitsmechanismus und es ist ja immer noch nicht besonders viel. Sind diese Vorschriften dann wirklich nötig und auch ausreichend, um wieder eine Krise, wie wir 2008 gesehen haben, zu verhindern? Sie sind definitiv notwendig, sie sind wahrscheinlich alleine nicht ausreichend, aber nur mal als Vergleich, als Banken noch Partnerschaften waren, also Partner hatten einzelne, haben sie bis zwischen 40 und 50% Eigenkapital gehalten und jetzt haben wir unter 10%. Es wäre eigentlich wesentlich angezeigter, zwischen 20 und 30% zu halten. Es gibt auch viele Studien, zum Beispiel von der englischen Zentralbank, Bank of England, dass wenn mehr Kapital gehalten wird, dass sich das nicht negativ auf die Wirtschaft auswirkt. Und wir haben auch in der Krise gesehen, die Banken, die mehr Eigenkapital gehalten haben, haben mehr Kredite vergeben und waren auch die Banken, denen es besser ging, die es besser geschafft haben. Einige Banken versuchen natürlich jetzt durch die Hintertüren, durch einige Tricks da die Regelungen zu umgehen. Halten Sie dann eigentlich noch schärfere Regeln für notwendig oder dass man so ein paar Hintertüren schließen sollte? Man sollte immer versuchen, die Hintertüren zu schließen, denn das ist ein Problem, dass man zum Beispiel in Amerika und den USA verschiedene Regelungsstufen hat. Man ist in den USA schon wesentlich weiter, was auch ein Punkt dafür ist, dass die jetzt die Regeln verstärken, denn ihr Vertrauen in den europäischen Bankenmarkt ist nicht groß. Es gibt immer noch große Risiken für Bankenpleiten dort, für Zombie-Banken. Die Aufsichtsbehörde wird erst Ende des Jahres aktiv. Die Bankenbehörde, die die Auflösung von Banken beaufsichtigen soll, die pleite gehen. Die ist erst im Anfangsstadium begriffen und auch Gesetze, die den amerikanischen ähneln, wie Dodd-Frank, sind noch nicht mal beschlossen, geschweige denn umgesetzt in Europa. Das heißt, man will sich in Amerika insofern auch schützen. Aber man hat jetzt gesagt, diese Regelungen treten erst Mitte 2016 in Kraft und das noch mal ein Jahr später, als man ursprünglich gedacht hatte. Warum noch mal dieser Aufschub? Ja, es ist einmal ein großer regulatorischer Aufwand. Die Banken müssen sich zum Teil umstrukturieren. Sie müssen eine andere rechtliche Struktur wählen. Sie müssen natürlich das Kapital erst auch einmal zusammenbekommen. Es gibt dann auch sogar noch eine weitere Kulanzfrist. Und man muss sagen, die ausländischen Banken werden noch etwas großzügiger behandelt als die inländischen. Also insofern, es geht hier wirklich nicht darum, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Europa rauszuschinden. Trotzdem sagen die ausländischen Banken, das ist doch eine enorme Hürde und sie kritisieren diese neuen Regelungen, vor allen Dingen Kosten für Finanzdienstleistungen, sagen, sie könnten dann in den USA teurer werden oder Investitionsspielräume werden gemindert. Denken Sie, dass nun ausländische Banken vielleicht einen Nachteil haben oder sind die dann praktisch wirklich auf dem gleichen Niveau wie die inländischen Banken? Hier in Amerika sind sie auf einem ähnlichen Niveau dann und dieses Argument, ja, da müssen wir leider die Kosten auf euch alle wieder umwälzen, das zieht dann irgendwann auch nicht mehr. Jetzt werden im Grunde genommen die Risiken verlegt vom Steuerzahler mehr auf die Aktionäre und das ist ja immerhin auch schon ein bisschen fairer, als wenn man das auf die ganze Allgemeinheit umlegt. Und es geht aber im Wesentlichen, wie gesagt, nochmal um die Sicherheit des gesamten Finanzsystems. Die US-Banken setzen ja schon seit einiger Zeit strengere Regeln auch um. Sie haben ja schon erwähnt, man hat schon mehr Geld auch zurückgelegt. Wie weit ist man da bisher hier in den USA gekommen bei den inländischen Banken? Ja, man ist auch hier noch nicht am Ziel angekommen, aber immerhin hat man schon mehr Fortschritte gemacht, vor allen Dingen, als man zum Teil sich erhofft hatte, denn die Lobbyisten sind ja hier sehr stark. Aber ihr Nachteil war, dass die Regierung zum Teil hier geschlossen war, vorübergehend, und da sind sie gar nicht so zum Ziel gekommen. Also es dauert auch hier noch, bis diese Regelungen endgültig umgesetzt sind, aber man sieht doch hier wieder auch den Unterschied Amerika-Europa. Die Amerikaner sind proaktiver, sie neigen zum Aktionismus. Sie haben das zumindest überwiegend jetzt schon mal durchgezogen, jedenfalls viel mehr als die Europäer. Denken Sie, dass die Europäer dann trotzdem bald nachziehen und das auch begreifen werden, dass man vielleicht ein bisschen was mehr zurücklegen sollte? Ja, die Banken wehren sich natürlich dagegen, aber ich denke, das wird mehr und mehr auch in Europa kommen. In Europa hat natürlich das Problem des Einigungsprozesses sehr schwierig, das letztendlich durchzuziehen. Es gibt viele Widerstände verschiedener Art, die man überwinden muss, aber letztendlich wird es und sollte es auch in diese Richtung gehen.
Was denken Sie, wie lange kann das dauern? Werden wir 2016 dann wirklich so eine Ebene sehen, dass alle gleich viel prozentual zumindest zurückgelegt haben? Oder wird das noch eigentlich länger dauern, eher bis 2020? Es gibt nochmal eine Kulanzausweitung bis 2018. Dann muss man mal schauen. Sicherlich, wenn es Notfälle gibt oder wenn die Banken sagen, wir müssen irgendwie Notverkäufe durchführen oder irgendwelche Maßnahmen, die die Banken in Existenzschwierigkeiten bringen, dann werden sicherlich auch die US-Behörden dann nochmal nachsichtig sein. Wie gesagt, es geht ja darum, das Ganze zu stärken und nicht einzelne zu schwächen. Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global, vielen Dank für das Interview, Frau Navidi. Und Dankeschön. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Und wenn Sie mehr Informationen brauchen, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite unter www.daf.fm.